Es gibt immer wieder diese Gegenüberstellungen, allerdings jetzt nicht in dieser krassen Form, würde ich sagen, wobei sich das Opus 131 besonders gut eignet, natürlich, weil es innerhalb des Werkes von Beethoven besonders bahnbrechend ist, weil er ja alle Formen aufgehoben hat. Das haben wir wirklich viele, viele Male gespielt, aber man fängt natürlich gerade bei diesen heiklen Sachen immer wieder auch ein Stück weit von vorne an und geht wieder ins Detail. Ansonsten natürlich hochinteressante moderne Stücke. Elnas kennen wir ja schon ein Weilchen. Von ihr haben wir ja dieses Streichquartett in Deutschland erst aufgeführt bei Ultraschall 2020. Wir mögen ihre Klangsprache unheimlich gern, weil sie auch sehr klar notiert und sehr genau weiß, was sie will. Dem wirklich eine sehr, sehr feine Abstufung. Das ist, also, wenn sie Vierteltöne einsetzt, dann hat es wirklich Sinn. Bei ihr ist wirklich ganz klar, warum es so gemeint sein könnte oder gemeint ist. Und das ist natürlich für uns auch die Herausforderung, das wirklich dann auch exakt umzusetzen. Also neue Musik richtig zu machen, das ist ja für uns das Reizvolle auch, das wirklich am Text umzusetzen. Dieser Begriff K ist ein Begriff von der ägyptischen Mythologie. Was ich gelesen habe, ist, dass die Übersetzung, die wir haben, jetzt ein bisschen deutlicher als was ist. Gibt es nicht eine richtige, aber ist dieser Begriff von Genius. In dem Sinne, dass es ein Geist drinnen in der Seele, die manchmal kann auftauchen. Die Möglichkeiten, um zu schreiben, manchmal sind nicht genug. Ich brauche ein bisschen Zeit mit den Instrumentalisten, ein bisschen, dass die verstehen, in welche Richtung ist. Was wir erstmal gelesen haben, war was anderes, aber umso wichtiger war es natürlich auch, ihn zu treffen und mit ihm zu arbeiten und jetzt das heute halt auch nochmal zu vertiefen. Ja, auch Tierklänge, die da drin vorkommen, man braucht ja doch manchmal ein bisschen Bilder, weil es aus dem Titel nicht unbedingt so hervorging, in welche Richtung es gehen könnte. Das auch ist ein bisschen ist wie ein Widerspruch, dass die Musik ohne mich klingen konnte. Das Stück von Cheung Chung ist sehr kraftvoll, das geht in eine ganz andere Richtung. Da sind wir manchmal auch tatsächlich angenehm erstaunt oder angenehm erschrocken, wie kraftvolle Musik und auch wie viel Energie da drin steckt. Auch das Tempo übrigens, sie hat ja sehr schnelle Tempovorstellungen. Erstmal denkt man, das geht eigentlich gar nicht. Oder natürlich, es geht irgendwie alles. Aber es erfordert dann eben einen ganz bestimmten Zugang, den wir hoffentlich getroffen haben. Ich finde sehr gut die Situation, wo eine Arbeit von einem Komponist steht neben einer Arbeit von einem richtig großen Komponisten.
um gucken, ob die Arbeit von einem vielleicht kleinen Komponist irgendwie hat etwas Musikalisches als Erlebnis, dass irgendwie man konnte sagen, ich habe Beethoven gehört, das war richtig schöne Musik. Ich habe Vasquez gehört, vielleicht war nicht die ganze Zeit richtig schöne Musik, aber manche Momente vielleicht, oh, das war auch wunderbar.